neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns einen weiteren Vorteil der Cast-to-Nodes an. Cast-to-Nodes werden ja üblicherweise für die Kommunikation zwischen Blueprints verwendet. So, also wir sind wieder im Third-Person-Template und erstellen uns zwei Actor, beziehungsweise erstmal einen. Wir ziehen einen Cube rein, gehen hier oben hin, Convert Selection to Blueprint. Das kennen wir ja schon von anderen Videos, Actor, Harvest Component. Und dann können wir hier schreiben zum Beispiel BP Feuer. Ja. So, wir haben einen Blueprint erstellt mit dem Namen BP Feuer. Und jetzt gehen wir erst einmal zu unserem Third Person Character, der war ja hier. Da geben wir in Content, Third Person, Blueprints und BP Third Person Character. Ja. Diesen Charakter können wir auch reinziehen, den Player Start können wir löschen. Ja. Und erst einmal wollen wir ja, dass wir diesen Charakter quasi steuern. Das gehen wir hier in den Details auf Auto Persist Player, Player 0 und Receive Input ist auch Player 0. Ja. Und ab. So, also den Charakter können wir schon mal kontrollieren. Und hier haben wir unseren BP Feuer. Wir wollen Folgendes. Wir wollen, dass wir, sobald dieser Charakter diesen Actor bzw. Blueprint Klasse berührt, soll ein Print String ausgegeben werden. Und ohne dass wir hier eine Kollision aufbauen. Wie machen wir das? Es gibt einen Node, der nennt sich Event Hit. Ja? Event Hit ist auch eine besondere Form von Event, dass sobald der Charakter eine Kollision eingeht mit einem anderen, es quasi Daten ausgibt. Event Hit. So, wir können das mal probieren. Hallo, ja. Event Hit, hallo, ganz einfach. Compilen, jetzt gehen wir auf Play. Und sobald der Charakter etwas anderes berührt. Genau. Ich bin im falschen Blueprint, genau. Also das löschen wir und wir gehen in den Third Person Character, genau. Und schreiben hier Event Hit, ja. Event Hit und schreiben nochmal hier Print String. So, Compile nicht vergessen und Play. So, sobald wir hier etwas berühren, ja, entsteht eine Kollision. Die Kollision entsteht, der Charakter hat hier eine Capsule, ja, Kollisionskapsel, ja, und sobald diese Kapsel quasi mit dem Mesh hier zum Beispiel, ja, jeder Gegenstand hier hat eine Kollision, ja, hier, eine Kollision, X, hier, genau, dieser grüne Rahmen ist quasi der Kollisionsbox und der vom Charakter ist der hier. Sobald sich beide berühren, wird Event Graph dieser Node aktiviert und dieser Node gibt dann Print String. Jetzt wollen wir Folgendes, wir haben ja in anderen Videos gelernt, dieser Print String soll nicht bei jedem Actor ausgegeben werden, also bei jeder Kollision, sondern bei bestimmten. Deswegen wollen wir auch alles aussortieren. Und das machen wir, indem wir den Cast-to-Node einsetzen. Rechte Maustaste, Cast-to. Wie heißt unser Blueprint, den wir erstellt haben? Cast-to-BP-Feuer. Ja? Cast-to-BP-Feuer. So, dieser Cast-to quasi filtert alle anderen Actor aus. Dieser dieser Event tut alles aufnehmen, was an Kollision erzeugt. Und dieser Cast-to tut alle rausfiltern, bis auf den BP-Feuer. So, dieser Node ist ein Exec-Node, das heißt, das beschreibt nur die Reihenfolge, in welcher Reihenfolge das stattfinden wird. Aber die Daten, dieses Object, bekommt er von diesem Other, ja. Er muss ja wissen, welchen Objekt er berührt hat, ja. Also dieser Node gibt an, ja, ich habe etwas berührt, und zwar dieses Objekt. Und dieser Cast-to sagt, okay, bist du der BP-Feuer, dann geht's hier weiter. Bist du nicht BP-Feuer, dann geht's hier weiter, ja. So, dann ziehen hier den Pin raus und schreiben PrintString. PrintString. Und dann schreiben wir hin, Hilfe,
Ich bin Feuer. Okay. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber. So, compile. So, jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Event hit. Und gehen auf. Genau. Ah, Hilfe, ich bin Feuer. Aber wenn wir alle anderen Actor berühren, dann passiert nichts. Warum? Weil das Ganze hier filtert und nur das ausgibt, was quasi BP Feuer ist. Wenn wir hier schreiben würden, ja, print string, und wir würden schreiben, ich bin nicht Feuer, ich bin nicht Feuer, ich bin nicht Feuer, dann würden wir bei jeder Kollision ich bin nicht Feuer, ich bin nicht Feuer, ich bin nicht Feuer, ich bin nicht Feuer, ja. Also diese Cast-To-Note ist, ohne dass wir beim Actor eine Kollisionsbox einbauen müssten, können wir sofort rausfiltern und daraus weitermachen, was man halt braucht, wenn man irgendwie diesen Note einsetzen möchte. Jetzt können wir auch zwei unterschiedliche, zum Beispiel nehmen wir an, das ist Feuer. Und wir duplizieren das Ganze mal. Gehen auf Content hier, Steuerung D, duplizieren und sagen hier, das ist nicht Feuer, sondern das ist ja, Wasser, das Gegenstück. Ja? Und hier. Und dann ziehen wir mal so viele wie wir wollen. Ja? So. Genau. Jetzt gehen wir in BP Wasser rein. Ja. Na, doch nicht, nee, in BP ist Third Person Character und cappen hier das und schreiben hier hin Cast to BP Wasser, ja, das was wir eben gerade erstellt haben, Unterstrich Wasser, Enter. So, also sobald das Cast Fail kommt, soll er prüfen, ob dieses Other Komponente gleich BP Wasser ist. Wenn dem so ist, dann können wir schreiben print string. Ah, ich bin Wasser. Ja. Compile und play. Jetzt gehen wir hier hin. Das war Feuer. Das war Wasser. Das war Feuer. Das war Wasser. Genau. Ohne eine Kollisionsbox in den jeweiligen Klassen einzubauen, wir haben hier gar keine Kollisionsbox, konnten wir schon mit dem Character diese Klassen quasi filtern. Genau. Das sind eine der größten Vorteile bei Cast2. Ich werde in den nächsten Videos auch Nachteile aufzeigen, wo sich Cast2-Nodes eher nicht eignen. So, aber das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare. Und ich danke nochmal fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.